Sie sind krank und wollen nichts als leben. Sie warten auf ein Organ, das ein Verstorbener spendet. Ein Leben geht zu Ende, eines wird verlängert. Die Organtransplantation ist ein Eingriff, der bewegt. Es geht um Ethik, Glaube, Gesetz und Moral. Um großes Glück. Ich freue mich darauf, wie verrückt jetzt auf diesen nächsten Abschnitt in meinem Leben. Und bin sehr, sehr dankbar, dass ich das alles erleben darf. Und um Ängste. Was bedeutet die Transplantation für die Empfängerinnen und Empfänger? Wie genau läuft sie ab? Wir hatten einen Schnitt um ca. 20 nach 8. Und die Leber ist sehr schön. Du wahnsinnig Geduld. Wie ist die Lebensqualität nach dem großen Eingriff? Es geht um Warten, Hoffnung und vielleicht Erlösung. Mir leid, dass ich nicht immer dieses starke Vorbild bin, für das mich viele hier halten. Manchmal, ja, da habe ich ganz gehörig die Schnauze voll. Momente, in denen ich aus meinem Körper ausbrechen und ganz weit wegrennen möchte. Und vielleicht einfach auch einmal ein bisschen normal sein will. Elian Gutzwiler ist 26 Jahre alt. Sie leidet an der Lungenkrankheit zystische Fibrose. Vor 5 Jahren wurde ihr eine Spenderlunge transplantiert, nach langem Warten. Mit dem Leben hatte sie damals schon abgeschlossen. All diese Erlebnisse teilt sie mit ihren Followern. Die Hauptthemen sind eigentlich wirklich so ein bisschen das Leben mit der transplantierten Lunge. Also das ist eigentlich ein grobes Thema. Und dann halt das Spitalaufenthalt, also die Therapie, die ich im Moment machen muss. Dann eben, wenn ich wieder irgendwie ein bisschen psychisch Problem habe, dass ich vielleicht ein bisschen probiere, den Leuten zu erklären, wie das ist. Und vor allem, also hauptsächlich ist sicher auch Verarbeitung, die ich mit diesem Profil habe. Oder? Das mag jetzt für andere vielleicht ein bisschen blöd tun, dass man alles mit der Welt teilen muss. Aber für mich ist das eine Art von Bewältigung von dem Ganzen, das ich habe. Against Normal. Gegen die Normalität, heisst Elians Blog. Es geht um Kleider, Frisuren, Rezepte und Krankheit. Ich habe gemerkt, dass ich mit dem Leuten Mut machen kann, die vielleicht selber etwas haben. Und dass ich einfach auch anderen, die das Gleiche haben wie ich, die vielleicht noch nicht transplantiert sind, einfach denen vielleicht auch ein bisschen Kraft schenken und ihnen zeigen, dass man nicht allein die Krankheit ist, sondern dass man auch noch eine Person ist, oder? Elian Gutzwiler möchte leben wie alle anderen auch. Aber der Körper macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Er will die transplantierte Lunge nicht mehr akzeptieren. Seit dem Februar habe ich jetzt die chronische Abstoßung. Und für das gehe ich jetzt in so eine sogenannte Lichttherapie, wo die weißen Blutkörper so verändert werden, dass sie nachher nicht mehr gegen die Lunge wirken. Und das dauert halt immer 2 Tage. Und für das packe ich jetzt hier mein Güferli oder vielmehr den Rucksack. Chronische Abstoßung. Ein Schock. Aber kein Todesurteil, sagt Elian. Man kann nicht sagen, wie lange dass man mit dieser Abstoßung leben kann. Aber das kann man ja auch sonst nicht. Also, ich könnte jetzt hier draußen vor einen Bus kommen. Und dann wäre auch vorbei, oder? Nächster Halt, Zürich Hauptbahnhof. Die Diagnose hat Elian Gutzwiler zurückgeworfen. Aber die neue Therapie hält die chronische Abstoßung in Schach. Photopherese heißt die Behandlung, eine Art Blutwäsche.
Die weißen Blutzellen werden außerhalb des Körpers mit einer Substanz versetzt und mit UVA-Licht bestrahlt. Dafür braucht Elian einen sogenannten Port, ein Kathetersystem unter der Haut. Der ist gemacht worden, weil ich relativ schlechte Venen an den Armen habe. Und ja, bei diesen Therapien muss da die Venen schon ein bisschen stabiler sein. Und die Gefahr, dass meine Venen dann halt platzen, ist einfach relativ gross. Darum hat man nachher den hier gelegt. Elian hat dem Port einen Namen gegeben: Jason Justin. Ich konnte viel besser mit dem umgehen. Also mit dem Fremdkörper, den ich hier habe. Es ist, ja. Und irgendwie konnte ich es ein mit Humor nehmen, als er einen Namen hatte. Die Therapie macht müde. Andere Nebenwirkungen hat sie nicht. Das muss jetzt mindestens 20 Minuten drin bleiben. Mhm. Die Photopherese kann die chronische Abstoßung nicht zum Verschwinden bringen, aber immerhin bremsen. Es gibt mir Hoffnung, dass die Lungenfunktion jetzt nicht noch weiter sinkt in der nächsten Zeit, hoffe ich. Eben eine Garantie hat man ja nie. Das Blut läuft durch diese Maschine. Elian gibt nicht auf. Im Schweizerischen Kinderleberzentrum in Genf warten Mireia und ihre Eltern seit Tagen sehnsüchtig auf die Erlaubnis, heimzukehren. Ich denke, es ist schon Zeit, um langsam heimzugehen. Aber der Arzt muss natürlich sagen, ob alles okay ist, oder? Ich denke schon. Die sagt das schon lange, gell? Seit dem Samstag sagt sie das. Mireia leidet an einer gefährlichen Genkrankheit. Nur eine Lebertransplantation kann sie retten. Der Eingriff verläuft gut. Nach einer Woche aber gibt es Komplikationen. Mireia muss nochmal operiert werden. Mireia! Hallo, Maminko. Hallo, Schatzalinko. Die Zeit im Spital ist für alle schwer. Ich sage immer irgendwas und deshalb komme ich nicht. Die Arztvisite ist überfällig. Was? Ich sage immer etwas und dann komme ich nicht. Einen Monat verbringt die ganze Familie jetzt schon im Spital. Hallo. Hallo Mireia. Hallo. Hallo. Bah, écoutez, nous on a que des bonnes nouvelles. Alors, wir sind da heute für die Nachrichten. Und gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Ah, Sie haben mich verstanden. Wir reden jetzt Französisch. Okay. Et puis alors, on voulait vous dire que le poids a un peu diminué. Denn das Gewicht von Mireia ist tiefer gegangen. Ce qui veut dire que le liquide à l'intérieur a diminué aussi. Und der Flüssig im Bauch ist auch tiefer gegangen. Super. Ok. Ça veut dire que pour nous, c'est tout ok pour vous, pour vous puissiez y aller. D'accord. Für uns, die ganzen Punkte sind ok und Sie können ja zu Hause gehen. Es braucht eine Kontrolle pro Woche, bis drei Monate nach der Transplantation. Kontrollen, die in Luzern stattfinden können. Ich habe auch eine Frage. Darf ich süße Kinder? Darf sie Zucker essen? Süßigkeit, Süßigkeit. So Haribo oder... Ja. Nicht so viel, bitte. On va contrôler le sucre aussi une fois par semaine. Dann den Zucker wird auch kontrolliert einmal pro Woche. Mit der Blutentnahme. Alors, comme elle a déjà dit, c'est vrai, wie wir früher schon gesagt haben, im Fall von Fieber, Erbrechen oder Durchfall müssen Sie immer ins Spital. Aller à l'hôpital. Super. Auf Wiedersehen. Merci. Danke schön. Danke. Ah, okay.
Yes. Bravo, Mama. Jetzt habe ich alles Lust. Die Route wird berechnet. Jahrelang hatten die Eltern Angst, Mireia zu verlieren. Sie hofften auf die Transplantation, bangten während der Eingriffe. Jetzt endlich ist es vorbei. Es geht nach Hause. Und wenn ich sehe, wie ich und wie viel Arbeit habe ich nachher. Wolltest du gerade wieder arbeiten, oder was? Nein. Du willst nicht langweilig. Lieber. Lieber daheim. Ja. Heim ist immer der beste Ort, oder? Ist gleich, wo bist du immer daheim bist. Definitiv. Ankunft in Emmenbrücke. Katjas Bruder hat die Wohnung und Hund Rocco gehütet. Grüß dich, Mutter, sehr schlecht. Rocco? Aufpassen! Ja, ich hätte! Hey! Ach ja, ja. Kennst du das, Jo? Mireia ist das? Beruhig den Rocco. Das geht lang, bis sie sich beruhigt. Danke, du etwas trinken. Rocco! Katja schimpft. Die Wohnung ist ihr nicht sauber genug. Katastrophe. Vor allem die Küche muss blitzblank werden. Mireias Abwehrkräfte sind geschwächt. Jetzt ist nervös. Bin ich auch. Aufpassen, nicht, dass er Karton rein. Das ist wieder richtig aus. Ja. Wir leid und leid. Unsere Familie ist wieder zusammen. Ich glaube, Tennis kann. Rapperswil am Zürichsee. Christian Reutemann wartet auf eine Spenderlunge. Das ist mein mobile Sauerstoffgerät. Jetzt kann ich die Post holen. Da sind auch dabei. Mein Telefon und mein Notfallspray. Die Sache habe ich immer dabei, wenn ich aus den Türen rausgehe. So dass ich, wenn etwas ist, immer jemanden anrufen kann und somit Hilfe holen kann. Reutemann ist 51. Seit 10 Jahren leidet er an COPD, einer chronisch obstruktiven Lungenkrankheit. Das Haus hat keinen Lift. Bewegung wird zur Qual. Das ist Station 1. Da mache ich eigentlich immer das Päuschen. Rund um die Uhr ist er auf das Sauerstoffgerät angewiesen. Ganz am Anfang habe ich mich gefragt, warum ich. Die Frage ist nicht beantwortbar. Sie führt so nicht. Da bin ich auch wütig. Als ich gemerkt habe, ich schaffe etwas nicht mehr. Aber das bringt genauso wenig. Man muss versuchen, vorwärts zu schauen. Das Positive zu sehen. Obwohl, bei dieser Krankheit gibt es ja eigentlich nur eine Prognose. COPD ist unheilbar.
Christian Reutemanns Ehe ist vor 2 Jahren zerbrochen. Seine Ex-Frau ist aber immer noch Tag und Nacht für ihn da, wenn er in Atemnot gerät. Das Leben ist geschrumpft. Die Arbeit als leitender Angestellter in der IT von Chibo musste er vor 4 Jahren aufgeben. Die Wohnung verlässt er kaum mehr. Früher spielte Christian Reutemann Tuba, unter anderem auch bei der Stadtmusik Rapperswil. Er habe wild gelebt, geraucht und gekifft. Dazu steht er. Die Gedanken, hätte ich nicht geraucht und so weiter, habe ich mir gemacht. Allerdings mit 20 denkst du mal so etwas nicht. Mich zumindest nicht. Das hat COPD gefördert. Aber nur wegen dem habe ich es nicht gehabt. Rund 90% der COPD-Patienten haben geraucht oder rauchen immer noch. Neben der Musik war eine Modelleisenbahn das große Hobby von Christian Reutemann. Zurzeit aber steht alles still. Nach der Transplantation geht es unten durch den Schattenbahnhof. Da werden alle Züge abgestellt. Der Wendel, da kommen sie auf die Etage. Da macht und ein großer Kreis, wo der Bahnhof herkommt. Ich denke, in dieser Region da. Und dann gibt es da eine schöne Fahrstrecke. Da ein schön großer Bogen, hinten rum, dann da wieder. Ja, das ist das Ziel auch von dieser Operation. Es fehlt ihm die Kraft, die Anlage zusammenzusetzen. Der Kiosk ist separat beleuchtet. Die grosse Halle ist separat beleuchtet. Das sind Sachen, die man dann eher im Sitzen machen kann. Aber da bauen, machen, das schaffe ich jetzt nicht. Ja. Christian Reutemann ist seit fast einem Jahr auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Zurzeit mit 45 anderen Patientinnen und Patienten. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt gut 1 Jahr. Auf der Intensivstation des Inselspitals Bern liegt ein Patient im Koma. Sein Sohn erinnert sich, Monate später, an den dramatischen Tag. Er ist alleine Skifahren und er ist nicht zurückgekommen. Und meine Mutter hat dann angerufen und gesagt, oh, der Papi ist nicht zurückgekommen. Und meine erste Reaktion war, oh, wir müssen schauen, Winter Skifahren, kalt, es wird dunkel. Dann. Bevor es dunkel ist, müssen wir ihn finden. Weil im ersten Moment denkt man dann halt daran, beibrochen, irgendein Doppel runtergefallen. Und das Handy hat er immer dabei, das nimmt er sonst immer ab oder meldet sich dann. Und wir haben ihn aber nie erreicht und immer wieder probiert. Und irgendwann hat jemand abgenommen, was meine Mutter wieder probiert hat. Und dann war das Inselspital und hat sie gefragt, was ist los. Und dann hat sie gesagt, ob er beibrochen hat oder was auch immer. Und dann hat sie gesagt, nein, es sei schlimmer. Hirnblutung, so die Diagnose. Schnell war klar, dass der Vater von Patrick von Redding nicht überleben wird. Die Ärzte sprachen mit den Angehörigen über eine Organspende. Die Familie stimmte zu. Der Hirnschaden war irreversibel, der Hirntod aber noch nicht eingetreten. Damit durfte auch der Organspendeprozess noch nicht gestartet werden. Also, und da haben wir den Patienten mit intrazerebraler Blutung, mit dem Ventrikeleinbruch. Da haben wir heute Angehörigengespräche geführt und haben im Sinne des Patienten jetzt eine organerhaltende Therapie angefangen. Die Angehörigen sind im Moment immer noch da und sind eigentlich gut informiert. Organerhaltende Therapie,
Das heißt, der Patient bleibt an den Maschinen. Er wird beatmet, der Kreislauf stabilisiert. Die Familie des Patienten musste innerhalb Stunden entscheiden, ob eine Organspende in Frage kam oder nicht. Er hatte keinen Ausweis, also, dass man es gewusst hat. Das hat es vielleicht noch etwas für uns erleichtert. Das müsste er gerne eine Organspende machen. Aber wir haben gewusst, er ist das ganze Leben lang sehr ein hilfsbereiter Mensch. Er hat wirklich immer allen helfen. Und wir haben eigentlich gedacht, das wäre in seinem Sinn gewesen, um eigentlich trotz aller Traurigkeit und wenn man nichts mehr ändern kann, eigentlich anderen Leuten noch zu helfen. Und von dem her ist es uns eigentlich dann klar gewesen und haben eigentlich die ganze Organspende einleiten lassen. Wer die Nachricht erhält, dass ein geliebter Mensch verstorben sei, ist schnell überfordert, wenn in einem zweiten Gespräch die Frage nach einer Organspende kommt. Oft wissen die Angehörigen nicht, was der Verstorbene wollte. Matthias Nebiker ist mit solchen Situationen vertraut. Auch für die Intensivmediziner können die Gespräche belastend sein. Aber in der Öffentlichkeit hat man auch den Eindruck, Organspende ist etwas, das will der Arzt, das will die Medizin. Ich glaube, das ist etwas, das jeder für sich selber entscheiden muss. Und wenn er das will, dann tun wir das ermöglichen. Sobald die Zustimmung für eine Organspende da ist, läuft eine Frist von 48 Stunden. Tritt der Hirntod in dieser Zeit nicht ein, lässt man den Patienten sterben. Eine Frist, die so definiert worden ist, weil ja, es ist zum Teil nicht klar, wie sich das entwickelt mit dem Hirnruck. Das kann manchmal ganz schnell gehen und manchmal nicht eintreten. Und so ist das für alle gut, wenn man weiss, man schaut für 48 Stunden. Und wenn es nach 48 Stunden nicht der Hirntod eintritt, dann kann man leider keine Organspende machen, auch wenn das der Wunsch des Patienten gewesen wäre. Warten auf den Hirntod. Für die Angehörigen eine Strapaze. Das Schlimmste waren so die Nächte. Weil man hat eben vereinbart, dass die Pflegerin oder der Pfleger sich sofort melden würde, wenn er gegangen sei. Und man hat dann eigentlich immer auf dem Nachttisch oder immer bei sich auf das Handy. Und man erwartet eigentlich jede Minute, dass das Telefon läutet. Und es läutet niemand da. Und das war eine sehr intensive und ja, schwere Zeit. 48 Stunden. Zwei Nächte, zwei Tage. Sie können endlos scheinen. Tatsächlich lief die Zeit ab, ohne dass der Hirntod eintrat. Es kam nicht zur Organspende. Ja, sicherlich ein gewisser Frust auch da. Man hat sich das Ziel gesetzt, organerhaltende Therapie, und hat erwartet, dass der Patient, dass der Hirntod eintritt innerhalb dieser 48 Stunden. Man hat Gespräche mit der Familie geführt, hat sie darauf vorbereitet. Und jetzt tritt dieses Ereignis nicht ein innerhalb dieses Zeitlimits. Und ja, es ist ein gewisser Frust da. Aber jetzt heißt es halt auch, mit der Familie zu reden und die neue Situation, in der wir uns jetzt befinden, zu besprechen. Dass die gesetzte Frist verstreicht, kommt durchschnittlich etwa jedes sechste Mal vor. In diesen Fällen wird ein Leben vergeblich verlängert. Wenn man die Therapie vorher abgebrochen hätte, dann wäre jetzt der Patient eigentlich bereits verstorben. Von dem ist eigentlich auszugehen. Bald werden die Maschinen abgestellt. Kurz darauf wird der Patient sterben. Zwar ist eine Organspende nach dem Kreislauftod unter gewissen Voraussetzungen möglich. Diesen Prozess hat vor kurzem auch das Inselspital eingeführt. Aber in diesem Fall wurde davon abgesehen. Patrick von Redding und seine Frau sind im Reinen mit dem Geschehenen. Die 48 Stunden zwischendrin waren halt sehr speziell. Und das will man niemandem eigentlich zumuten. Aber rückblickend trotzdem sehe ich eben die Wichtigkeit von dieser Ganzen. Und ich würde mich nochmal für den Weg entscheiden.
sagen, ab und zu, vielleicht hätte er doch nicht spenden wollen. Er als Person einfach, darum hat er halt die 48 Stunden gewartet. Hunzenschwil in der Nähe von Aarau. Elian Gutzwiler wohnt seit letztem Frühjahr allein. Sie lebt von der IV. Für den Beruf fehlen zurzeit die Kräfte. Ich bin jetzt schon seit längerem an einem Kinderbuch. Ich schreibe einfach mega gern und seit neuestem oder seit jetzt etwa einem Jahr so ein bisschen Zeichnen für mich entdeckt. Die Hauptfigur ist Lotta, ist ein Hummeli. Und ja, es geht eigentlich um ihre Schulzeit, die sie erlebt. Und ich möchte, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, möchte ich etwas hinterlassen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum ich möchte, dass das irgendwann veröffentlicht wird. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber ja, ich möchte es einfach probieren. Damit irgendetwas für meine vielleicht Nichte und Neffen etwas übrig bleibt, was sie noch von ihrer Tante in den Händen haben können, wenn es mich dann irgendwann nicht mehr gibt. Eine eigene Familie wird sie nicht gründen können. Die Krankheit bestimmt die Lebensplanung. Ich habe eigentlich mit dem Gedanken ziemlich früh schon so ein bisschen, abgeschlossen, je eigene Kind zu bekommen. Also, ja, mit 18 ist mir auch gesagt worden, es ist nicht gescheit, wenn ich Kinder bekomme. Einfach weil auch mein Körper das gar nicht schaffen. Also, ich werde dann einfach 9 Monate im Spital und ob ich die Geburt überleben werde, als andere. Und ja, ich habe mich jetzt mittlerweile ein bisschen mit dem, also ich habe mich eigentlich schon lange mit dem abgefunden. Ich glaube, Mühe komme ich den ersten so ein bisschen über, wenn die ersten Kolleginnen rundum Kinder bekommen. Ich glaube, dann wird es für mich auch nicht mehr so einfach, wie ich es jetzt sehe. Oder? Aber er hat schon gesagt, ich werde dann einfach von jedem Gotti werden. Da habe ich wenigstens auch ein bisschen Kind, oder? Ja. Elian Gutzwiler ist oft unterwegs anzutreffen, mit Freundinnen. Mit Lena Bühler teilt sie die Leidenschaft für Tattoos. Das ist nur für eine Idee. Ja, da müsstest du aber Leinkling auch noch drauf tun. Ja. Das soll ich nicht auch machen? Nein. Da habe ich auch schon ein Tier. Aber das wäre gut. Solange ich atme, das ist das erste Tattoo, das sich Elian stechen ließ. Ich habe mich so... Es war eine Kampfansage, dass ich so lange ich noch schnaufen kann, egal wie schlecht. Kämpfen eigentlich. Und dass ich auch Hoffnung habe, dass noch eine neue Lunge kommt. Für die Zeit nach der Transplantation raten die Ärzte von neuen Tattoos ab. Kennengelernt haben sich die Freundinnen bei Instagram. Du hast eine Story gepostet über so ein Frisurenbuch, gell? Ein Frisurenbuch, ja. Für so 50er-Jahre-Frisuren. Ja, und dann habe ich ihr geschrieben, woher sie das hat. Und so ist das ins Rollen gekommen. Genau. Ja. Für mich sind Freunde eine gute zusätzliche Stütze zu der Familie. Ja, ich weiß auch nicht. Einfach, ich habe dann vielleicht auch mal ein bisschen, ich habe einen Ausgang. Und dann bin ich vielleicht nicht nur die, die im Spital auch liegt, oder? Sondern auch mal die, die nicht nur krank ist. Logisch bist du krank, aber es ist nicht so, dass in meinem Hinterkopf die ganze Zeit ist, oh nein, kann sie echt das machen, weil sie ist ja krank. Es ist schon ein Thema, aber nicht jetzt irgendwie, dass das so der Hauptbestandteil der Freundschaft ist. Nein, das will ich auch gar nicht. Also, ja. Ja. Weil eben für das habe ich auch Leute, die auch Lungen transplantiert sind. Wenn ich will, dass 24 Stunden um das geht. Aber das wollte ich eigentlich eben auch nicht. Oder? Das wollte ich schon als Kind nicht. Wir hatten immer so Lager, wo ich hätte hin können. Mit
alles mit der gleichen Krankheit, also alle mit CF. Ich habe mich immer geweigert, den Tee zu gehen, weil ich nicht wollte, dass es 24 Stunden einfach nur um das Thema geht. Es sind Strategien für das Glück, die Elian Gutzwiler entwickelt hat. Eine zweite Lungentransplantation schließt sie nicht ganz aus. Aber sie versucht, Tag für Tag zu nehmen. Ich mache mir eigentlich nicht mehr so grosse Pläne für die nächsten paar Jahre. Und ich weiss, dass wir sind alle nicht unendlich. Und ja, es kommt dann irgendwann die Zeit. Aber ich wollte jetzt das noch nicht gerade vorwegnehmen in dem Sinn und einfach den Kopf in den Sand stecken und mir sagen, ja, ja, ich weiss ja nicht, wie lange sie noch leben. Und darum mache ich es nicht, oder? Jetzt gerade umso mehr. Emmenbrücke. Seit 4 Monaten ist Mireia wieder zu Hause. Damit sie pünktlich ihre Medikamente nehmen kann, macht sie sich erst nach Schulbeginn auf den Weg. Ihre Mutter Katja denkt oft an den unbekannten Organspender. Früher stehst du, gehst arbeiten oder hast gar nicht studiert, das Leben wie schön ist und so. Und jetzt stehst du jeden Morgen auch. Du kannst schnuffen, du kannst leben, du kannst Ferien, du kannst Schuhe, du kannst überall. Und bevor das passiert, studierst du nicht. Das jeden Tag ist wie ein Glück für dich. Ich werde selber ein Spender sein, aber das Problem ist, weil die mit Leber ist genetisch und der Arzt hat gesagt, dass zum Beispiel Niere und so kann ich schon geben, schon spenden, aber Leber darf ich nicht spenden. Mireias Immunsystem ist gedrosselt wegen der Medikamente, die eine Abstoßung des fremden Organs verhindern. Ich muss mich halt eincremen. Das Krebsrisiko ist wie bei allen transplantierten Menschen erhöht. Sie muss sich deshalb gut gegen die Sonne schützen. Fertig. Jetzt kommt Sonne. Zum Glück haben wir die Sonnencreme gemacht. Mireia besucht die 2. Klasse. Bald sind Sommerferien. Mireia, von 3. Klasse fahre ich nicht mehr. Warum? Das war jetzt nur, weil du musst Medikamente nehmen. Nach und nach wird Mireia weniger Medikamente zu sich nehmen müssen. Sonst früher hat sie immer zu Fuß, habe ich sie nie gefahren, schon von 1. Klasse. Dann langsam muss sie wieder anfangen zu laufen. Ich kann das haben. Wir haben verschiedene Zeichen kennengelernt. Welche Zeichen kennen wir in der Mathematik? Einen? Plus. Das Plus. Kann mir jemand ein Plus an die Tafel zeigen? Okay. Genau. Welche Zeichen können wir noch? 7. Das geteilt durch. Geteilt durch Zeichen. Genau. Im ersten Jahr nach der Transplantation ist die Gefahr von Komplikationen noch erhöht. Dann aber sind Mireias Aussichten auf ein fast normales Leben gut. Happy Gardening Holidays!
Ausbildung, Beruf, Sport, Reisen und in ihrem Fall sogar eine eigene Familie. All dem steht nichts im Wege. Die behandelnden Ärztinnen sind sicher, dass die Transplantation bei Mireia der richtige Schritt war, obwohl die Krankheit noch wenig erforscht ist. Es gibt keinen Grund für die Befürchtung, dass es einen Rückfall gibt. Diese Leber ist gesund. Wir haben uns alle für Mireia gefreut. Und wahrscheinlich haben wir früher schon Kinder mit dieser Krankheit transplantiert, ohne es zu wissen. Und dort gab es nie Probleme. Nein, ich bin zuversichtlich, dass die Krankheit nicht zurückkommen wird. Und mit einer Lebertransplantation hat man dann so, kann man der Mireia effektiv ein Leben geben, ohne die Bedrohung, die Lebensbedrohung, dass morgen wieder ein Lebenversagen kommt, das dann vielleicht eben beim dritten Mal effektiv zum Tod von der Mireia geführt hätte. Martin Rast kommt für das Mittagessen von der Arbeit nach Hause. Weißt du, ausgerechnet heute habe ich zwei Donuts gegessen. Ich habe gedacht, ja, komm, nehmen wir zwei, fertig. Gut, ich kann den Tank waschen. Ja. Mireia hat sich von der Operation erholt. Und auch die Eltern sind ruhiger. Katja hat eine Teilzeitstelle gefunden und wird bald wieder arbeiten gehen. Da gibt es aber nur eine. Oh, können wir uns noch eine zweite holen, ist doch kein Ding. Jetzt machst du auch schon einen auf Shopping Queen. Nee, Laien, Mieten. Die Lungenkrankheit COPD schränkt den Bewegungsradius von Christian Reutemann ein. Feld 15. Hey, alle Felder sind erntereif. Nur in der virtuellen Welt hat er Raum. Er spielt oft im Team mit Achim aus Berlin, der vom Gamer-Kumpel zum Freund geworden ist. Das muss gesät werden, das wusste ich noch. Das ist doch noch nicht gemacht worden. Achim? Ah, jetzt hörst du mich. Ja, jetzt höre ich dich. Ja, ich hatte vorher vergessen, den Kopfhörer anzuschalten. Ja, kann ja passieren. Mir jetzt gut und dir? Ja, kann ich klagen soweit. Oh, na, heute geht es mir wieder gut. Dann ist gut. Rund 5 Stunden pro Tag verbringt Christian Reutemann mit Gamen. Oft zusammen mit Achim. Ich sehe ja sofort, wie Chris geht. Ich höre es an der Stimme. Ich sehe, wenn wir uns optisch sehen, also über Video. Ich sehe, wie Chris geht. Und einmal bin ich auch deswegen sofort zu ihm geflogen, als ich gemerkt habe, ihm geht es ja nicht gut. Weil ich habe auch ein bisschen was auf der Lunge. Ich kann so ein bisschen nachfühlen. Ich weiß, wie ihm geht. Und das passt. Ich kann nur sagen, ich drücke ihm alle Daumen, dass es gut wird. Schnell war Chris. Okay, danke für den Hinweis. Oh, so. Ist alles abgeerntet, alle Felder. Im richtigen Leben lässt sich Christian Reutemann die Lebensmittel liefern. Selbst das Kochen wird zur Anstrengung. Und die Krankheit bestimmt auch die Menüwahl. Bei den Kohlenhydraten muss ich schauen, dass ich nicht zu viel nehme. Wegen dem Gewicht. Das heisst nur ein Hämpfchen. Eine Heißluftfritteuse hilft, Fett zu sparen. Wenn man schwer ist, kann jetzt die Operation nicht durchführen. Es sollte ein BMI von 30 sollte nicht überschritten werden. Das bedeutet bei meiner Körpergröße ein Gewicht von unter 96 Kilo. Jetzt bin ich bei 95. Also ich habe das Ziel, wieder ein bisschen abzunehmen, sodass ich auf 94 oder 93 komme. Und das ist dann optimal für die Operation. Auch Christian Reutemann ist IV-Rentner. Aber dann habe ich 500 Stutz gezahlt.
Immer wieder wird er von Panikattacken erfasst, gerät in Atemnot, beginnt zu hecheln. Und es dauert Stunden, bis er sich beruhigt. Wenn dies nicht gelingt, ruft er die Ambulanz. Das ist auch Papier. So. In diesem Jahr habe ich 3, 4, schon 5 Mal müssen mit dem 144 auf Zürich gefahren werden. Ja, 50% zahlt Krankenkasse. Aber so ein Einsatz kostet dann halt schnell mal 2000 Stutz, 2500. Das mal 5, kannst du dir vorstellen, was ich aus meinem eigenen Sack zahlen darf. Der Tod durch Ersticken, durch langsames Ersticken, der macht mir Angst. Das Ende von dieser Krankheit. Das ist ein Mitgrund, warum ich mich zu dem Schritt von der Transplantation entschieden habe. Klar, es gibt heute Exit. Mit denen habe ich mich aber noch nicht auseinandergesetzt, weil ich eigentlich noch leben will. Christian Reutemann ist auf ein Spenderorgan angewiesen, so wie 1400 andere Menschen in der Schweiz. Seit Jahren bemüht sich der Bund, die Spendebereitschaft der Schweizerinnen und Schweizer zu erhöhen. Ohne durchschlagenden Erfolg. Ich glaube, viele können sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man wirklich ums Überleben kämpft. Ich habe vor meiner Transplantation auch nicht darüber nachgedacht, einen Organspendeausweis bei mir zu tragen. Es gibt so viele Leute, die eigentlich grundsätzlich spenden würden. Aber es weiß entweder niemand oder es ist nie festgehalten. Und ja, dann bringt es auch niemandem etwas, wenn man wollen spenden, oder? Und es dann schlussendlich aber die Angehörigen gleich nicht machen, weil niemand Bescheid weiß. Natürlich gibt es sicher auch viele, die denken, sie wollen nicht angetastet werden nach dem Tod. Wir wollen unversehrt bleiben. Das sind alles valable Argumente. Es gibt da kein richtig und das falsch. Bei meiner nächsten Familie hat es Leute, die das nicht sich vorstellen können, die Organe nach einem Hirntod spenden. Das ist okay, aber sie haben es wenigstens entschieden. Und ich muss, wenn es denn so wäre, das, nicht müssen entscheiden, was er echt hätte oder sie echt hätte wollen. Und das ist, finde ich, auch eine Verantwortung, die wir tragen unseren Nächsten gegenüber. Ja oder nein? Im Nationalen Organspenderegister, das vor gut einem Jahr aufgeschaltet wurde, haben sich bis jetzt 70.000 Menschen eingetragen. Ja oder nein? Ein Entscheid steht auch auf politischer Ebene an. Eine Volksinitiative verlangt, dass grundsätzlich jeder Schweizer Spender ist, wenn er sich nicht ausdrücklich dagegen ausspricht. Die wichtigste Botschaft ist, lasst euch informieren. Lasst euch gut informieren, was heisst Spende, was heisst auch Transplantation. Und entscheidet euch, was ihr machen würdet. Solltet ihr je ein Organ bekommen müssen? Und was ihr je machen würdet, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr Spender würdet ihr das Organ geben oder nicht? Mireia Rast lebt mit einem Spenderorgan. Und hat wie die Gleichaltrigen kleine und große Träume. Was willst du werden? Was träumst du? Ich habe nur 2 Sachen. Ich weiß was. Für die Arbeit, Tierärztin oder Ärztin. Kinderärztin. Kinderärztin. Und noch mein anderer Traum ist ein Welpe. Schon gedacht. Ein Welpe als Gesellschaft für Rocco. Für mich ja. Habe ich noch eine dazu. Sobald dass jemand so krank war, ist die Gesundheit nicht mehr selbstverständlich. Eigentlich. Und, ja, du musst einfach geniessen. Jetzt schauen wir in die Zukunft. Ja.